Was gibt's denn da zu lachen? Ach, überhaupt nichts. Wirklich gar nichts. Ich glaub, der lacht über uns. Sieh mal einer an. Du hast aber ein erstaunlich helles Köpfchen. Oh, vielen Dank. Wieso? Sag mal, ihr scheint ja den kleinen Jungen irgendwie richtig gern zu haben. Ja, er ist unser bester Freund. Ach nein, ist das rührend. Und ihr glaubt, er könnt jeden Moment zurückkommen. Ein fröhliches Lied auf den Lippen kommt Robert durch die Tür. Und alles ist wie früher, genau wie in alten Zeiten, was? Immerhin wär's möglich. Naja, wir möchten uns ein bisschen Hoffnung bewahren. Oh, Hoffnung? Hey, der Kleine hat einen riesen Knoten im Kabel, Jungs. Du solltest jetzt besser deinen Maul halten. Du machst mir richtig Angst. Du bist im Stand und saugst mich weg. Quetzer. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr tut ja gerade so, als ob ihr niegelnagelneu wärt. Uns will doch keiner mehr haben. Wir sind nur Schrott. Aber Robert hat uns lieb. So. Ach, das interessiert doch überhaupt nicht mehr. Seine Eltern sind mit ihm einfach weggezogen. Geht das nicht in eure Blechköpfe? Aber er könnte... Nein, er kommt nicht zurück und damit basta. Tatsächlich? Bist du ein Hellseher oder was? Sie könnten jeden Moment zurück sein. Ist das echt dein Ernst? Halt du dich da besser aus. Ach, Kinder, was seid ihr für ein armseliger Haufen? Macht euch doch keine Illusionen. Uns will keiner mehr, weil wir zum alten Eisen gehören. Du kannst ja machen, was du willst. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Och, ist das herzergreifend. Ich bin echt gerührt. Nur ändert das nichts an der Realität. Wie, bist du etwa eifersüchtig? Ha, eifersüchtig auf einen Haufen Schwachköpfe. Schwach? Klar, weil Robert nie mit dir gespielt hat. Denn du läufst ja vollautomatisch. Ihr seid euch wohl für keine Gemeinheit zu schade. Ihr denkt wohl, ich weiß nicht, was um mich herum geschieht. Für wie bescheuert haltet ihr mich eigentlich? Eine Verschwörung. Das habt ihr Watzwerge wirklich hübsch eingefädelt. Nur weil ihr euch frei bewegen könnt, glaubt ihr wohl, dass ihr was Besseres seid. Ich bin kein Krüppel. Ich bin bloß so konstruiert. Und es ist mein Job, in dieser verfluchten Wand rumzusitzen. Was kann ich denn dafür, dass das Kind zu klein ist, um an meinen Klötzen zu stehlen? Hör auf, bitte! Ich kann doch nichts dafür! Warte halt, beruhige dich! Schnell! Ich bin da raus! Meine Fresse! Konnte wirklich keiner ahnen. Muskelprotze sind halt doch Idioten.